Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA. Über nachgedacht. Es geht jetzt wieder los. Also, dass ich über meine Spieler nachdenke, aber nur über bestimmte Schlüsselpositionen, wie zum Beispiel der Stürmer, der jetzt sehr wichtig ist. In den ganzen anderen Positionen weiß ich ja, dass es da auf jeden Fall noch bessere gibt. Ich meine, auch in der Stürmerfrage gibt es bessere Spieler, aber der Stürmer schießt halt die Tore. Das ist mir nochmal ein Tick wichtiger. Und ich habe überlegt, dass Origi, also Icardi, gefällt mir gerade ganz gut. Gerade für die Weekend League, wo die Spiele ja doch schwieriger sind. Aber Origi gefällt mir irgendwie nicht mehr so gut. Ich habe auch das Gefühl, er ist einfach nicht wendig genug. Er hat natürlich immer noch sehr, sehr gute Scorerwerte. Aber das liegt einfach daran, dass er vorher halt sehr, sehr viele Scorerpunkte produziert hat. Aber irgendwie, ich bin nicht mehr zufrieden in der Weekend League mit ihm. Wie viele Verträge habe ich noch auf ihn? Ach, ich habe ihm halt zu so viele Verträge gegeben, das ist das Problem. 21. Aber ich würde halt zum Beispiel sehr, sehr gerne mal Volland testen, den ich irgend und die Pace, 83 Pace, ist ja nicht ultra schnell und ich konnte da auch nicht wirklich jetzt sehr häufig mit Origi alleine durchlaufen oder so. Deswegen, ich würde auf über 500.000 Transfers, sehr schön. Ich würde gerne mal Volland testen. Das ist so ein Stürmer, der auch von den Werten her mir ganz gut gefallen hat. Der nicht zu langsam ist, nicht sehr träge ist, einen anständigen Abschluss hat. Und der wird wahrscheinlich gar nicht so viel kosten, denke ich. Was? Okay. What? Was? Wie kostet denn der? Da ist doch nur ein 80er. Wollt ihr mich verarschen oder was? Ey, der ist ja ultra teuer. 3,8. Ich hätte gedacht, den gibt's für unter 2000 schon. Krass. Na, da muss er ja geil zu spielen sein, wenn er so teuer ist. Ein Grund mehr, ihn zu testen. 3,3. Gibt ihn einmal für 3,2, 7 Verträge. Mal gucken. Nehmen wir mal 3,5 ein und gucken, ob es irgendwas Geiles gibt. Das war's? Okay, ich bin dann doch etwas enttäuscht. Dann nehmen wir den für 3, mit 7 Verträgen für 3,2, würde ich sagen. Ach, ist natürlich schon abgelaufen. Herzlichen Glückwunsch. Ich verstehe nicht, warum meine Kandidatenliste leer sein muss, wenn ich einen kaufen möchte. Dann gehört er mir doch sofort. Da ist doch scheißegal, wenn meine Beobachtungsliste voll ist. Oh, Freunde. Ich will einfach nur abgelaufene abstoßen, bitte. So. Ich habe ja Glück und den gibt's jetzt noch. Sieht so aus. Ja, wie gesagt, der schien mir eigentlich relativ komplett zu sein, von den Werten her nicht der langsamste, 77 Pace, okay. Ich hätte zwar gedacht, dass ich mindestens 80 Pace brauche, aber so richtig einen Unterschied habe ich bei Origi oder Eder dann auch nicht gemerkt, die mehr Pace hatten. 79 Dribbling ist jetzt nicht mein Favorit, aber ist okay, hat einen ganz guten Abschluss, kann auch auf der Distanz schießen. Das gefällt mir immer gut, wenn das ein Stürmer auch kann. Hat einen sehr guten Pass für einen Stürmer, sehr gute Physis, ist vor allem auch sehr ausdauernd, hat viel Ausdauer. Das gefällt mir auch immer gut, wenn die wirklich alle auch rammeln können. Und das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, ist, dass er Linksfuß ist, weil ich bin dann einfach gewohnt, mit Rechtsfuß zu spielen. Und dass er nur 3 Sterne auf den schwachen Rechten hat. Aber Origi hat auch nur 3 Sterne auf den schwachen Linken und hat trotzdem damit seine Tore gemacht. Deswegen schauen wir jetzt mal. Als erstes schaue ich mal, ob ich... Ach, nicht zurück. Was mache ich denn gerade? Zuerst schaue ich mal, ob ich irgendwie... Was sagt er mir mit Süle? Dass er nur noch einen Vertrag hat, oder? Egal, schaue ich mal. Ich habe ihn gekauft für 1,2. Und ich will halt gucken, ob ich ihn für mehr losbekomme. Dann würde ich ihn direkt wieder verkaufen. Ansonsten würde ich ihn halt behalten mit den vielen Verträgen. Aber wenn er jetzt mehr bringt, dann wäre es schon sinnvoll, ihn zu verkaufen, weil er sinkt irgendwann im Preis. Ach, scheiße, es gibt ihn für 1000. Fuck. Ich mach's ganz einfach. Ich setze den jetzt für 1,5 drauf. Wenn er weggeht, ist es okay. Dann mit 300, wenn ich 300 Coins mehr bekomme, als ich bezahlt habe, dann passt das auch mit den Verträgen, die er drauf hat. Und wenn er nicht für 1,5 weggeht, dann behalte ich ihn halt einfach, falls ich ihn wieder spielen möchte. So. So einfach ist das.
Und dann nehmen wir jetzt den richtigen rein. Volland. Mal schauen. So, lass mich kurz überlegen. Wir müssen jetzt mit der Calcio A spielen. Oder ich möchte mit der Calcio A spielen. Und dann muss ich, ja, ich hoffe, dass ich nicht auf ganz so pacige Teams treffe. Wobei ich dann halt einfach, wenn ich so pacige Gegner habe, muss ich einfach noch vorausschauender verteidigen. Ich glaube, mir fällt auch im Nachhinein nicht mehr zu 100%, wie ich vor allem am Anfang, bevor der Gegner die Tore gemacht hat, die Verteidigung aufgezogen hat, da war ich, glaube ich, ein bisschen zu defensiv, da war ich ein bisschen zu sehr darauf bedacht, immer die Laufwege zuzumachen. Da hätte ich, glaube ich, auch dann einfach schneller mal ins 1 gegen 1 gehen müssen. Das war auf jeden Fall ein Fehler. Das hat man auch am Ende gemacht. Oder gegen Ende der Partie. Hab dann auch deutlich besser verteidigt. Aber ich habe es halt, wie gesagt, am Anfang nicht ganz so gut gemacht. Hier haben wir mal ein spanisches Team oder halt aus der Liga BBVA. Ich glaube, der Stürmer ist auch ein schneller Stürmer. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war ein schneller Stürmer. Und dann konzentrieren wir uns jetzt. Komm schon. Okay. Schön Angriff aufbauen. Verteidigung, guter Mix aus abwartend und aggressiv drauf. Das ist halt wirklich das Schwere, ne? Das lässt sich so einfach sagen. Ein guter Mix aus abwartend und aggressiv drauf. Ich meine, es ist ja klar, das sollte man ja immer so machen. Da haben wir dann einfach Glück gehabt, dass wir hier den Winkel so eng gemacht haben bei. Hätte ich mir glaube ich nicht vorlegen dürfen. Den Winkel so eng gemacht haben, dass es da sehr schwer für ihn war und trotzdem hat er ins Alu geschossen. Okay, er geht also rein. Sehr schön. Torhüter war dran, er geht trotzdem rein. Meiner Meinung nach konnte ich das ja nicht wirklich groß anders verteidigen. Ist ja auch ein glückliches Tor, dass er da trotzdem reingeht, obwohl noch Perrin dran ist. Und daher scheiß drauf. Und wir machen jetzt einfach einen Ausgleich und schießen dann noch den Führungstreffer. Icardi macht schon noch sein Tor. Hat, glaube ich, bisher immer eins gemacht, wenn ich das jetzt recht im Kopf habe. War schon mal kein schlechter Schuss. Da gibt es die Ecke. Okay, über Ecken haben wir jetzt bisher noch nicht so viele Tore gemacht. Aber manchmal fällt ja trotzdem einer rein. Das gefällt mir gut. Das ist das, was mich nervt. Was ich halt schon seit. Ich weiß nicht, ob es schon bei FIFA 16 so war, aber bei. Ich glaube, es war auch schon bei FIFA 16 so. Ja, aber Kambu müsste schnell sein. Was mich halt so nervt ist, selbst wenn es total geil aussieht, die Spieler super gut. Das war ein krasser Pass. Danke für diesen schlechten Abschluss. Vielleicht wollte er auch einen Schuss dafür machen. Selbst wenn die Flanke super gut kommt, wenn der Spieler total frei ist, unbedrängt köpfen kann, verkacken die das einfach so oft. Das ergibt keinen Sinn. Die müssen doch wenigstens zum Kopfball ansetzen. Wenn die dann so blöd sind zu zielen, okay. Aber dass sie dann irgendwie noch stolpern oder so beim Sprung hinfallen, keine Ahnung. Es sieht so merkwürdig teilweise aus und ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Das muss man doch so programmieren, dass es dann zumindest zum Kopfball kommt. Oder nur ganz selten, dass so merkwürdig verkackt wird. Und es wird einfach so oft verkackt. Gut getrippelt. Ach, das habe ich nicht gut verteidigt. Geht jetzt auf Defensive oder was? Das habe ich nicht gut verteidigt. Ach Mann. Da muss ich besser am Mann dran sein. Zu einfach. Egal, ich reg mich nicht auf. Es ist FIFA 18. Und wie gesagt, manchmal läuft es halt einfach beschissen, manchmal läuft es halt einfach perfekt. In dem Fall läuft es halt richtig scheiße für mich. Hätte er vielleicht gehabt, wenn er besser hechten könnte, ich weiß es nicht. Bin auch schon am Überlegen, ob ich diesen Donnarumma doch mal teste. Ich meine, ich habe ihn immer als Leihspieler, da müsste ich noch nicht mal Geld ausgeben. Schön gemacht mit Rossi. Ist natürlich kein Foul gewesen.
konzentrieren kommst. Ist nur ein 2-0. Ich habe es noch nicht geschafft, in FIFA 17 ein 2-0 zu drehen. Und wenn es in irgendeinem FIFA möglich ist, dann in diesem FIFA. Und ich habe es in FIFA 13 ja auch, FIFA 17 ja auch geschafft. Deswegen immer dran glauben. Wir haben auch viel Zeit. Jetzt den Anschlusstreffer. Und dann das. Den hätte man zum Beispiel schon mal machen können. Das haben wir gut verteidigt. Das haben wir mal gut verteidigt. Sehr schön. Dafür haben wir das wieder scheiße gemacht. Aber ruhig bleiben. Wir haben auch uns Chancen erspielt. Leider sind die bisher noch nicht reingegangen. Ich lauf mit. Oh, was macht denn Perrin da? Versucht den Ball aufzunehmen. Und er schießt einfach drüber. Und ich lauf damit. Ich konnte nichts machen. Ich konnte nichts machen. Och, ist das beschissen. Jede beschissene Torchance von ihm ist halt ein Tor. Ich hatte zwei riesengroße Chancen und die gehen halt nicht rein. Nein, Golade übrigens, der jetzt hier da mitläuft und nichts macht. Och. Ich lauf halt mit. Was soll ich denn noch machen, außer mitlaufen? Aber beschissen ist halt auch wieder, jede verfluchte Torchance von ihm geht rein. Ich habe zwei Riesenchancen gehabt, die gehen halt nicht rein. Läuft einfach über den Ball drüber, der Rossi. Komm schon. Aber selbst ein 3-0 können wir noch drehen. Ich denke, wenn er ein 4-0 schießt, dann ist es vorbei. Aber gegen den Gegner, wir haben so gute Chancen schon erspielt. Wir können ja auch noch 3 Tore machen gegen ihn. Da bin ich mir sicher. Deswegen gebe ich hier auch nicht auf. Aber fällt mir ein, wenn er das 4-0 schießt, werde ich das Spiel wahrscheinlich abbrechen. Weil ich ganz froh bin, wenn ich dann nicht bis in die tiefe Nacht spielen muss. Dann wird meine Konzentration sowieso nachlassen. Deswegen würde ich jetzt, wenn dann 4-0 schießt, würde ich abbrechen, weil ein 4-0 traue ich mir dann auf jeden Fall nicht mehr zu. Aber solange wie es nur 3-0 steht, vor allem zu dem Zeitpunkt im Spiel, wie beschissen er den Ball wieder mitnimmt. Eigentlich schön dran gewesen. Lackt sich wieder den zweiten Kontakt. Wunder, dass der nicht reingeht, ey. Oh, bei dem Gegner läuft es aber auch. Egal, ruhig bleiben. Wie gesagt, wir können noch 3 Tore schießen. Ich habe das Gefühl, dass wir gegen den Gegner hier die 3 Tore hinbekommen. Komm schon, wir haben noch eine komplette Halbzeit. Wir werden natürlich jetzt kein Hazard einwechseln. Die Wahrscheinlichkeit ist zu gering, dass da irgendwas passiert. Wir haben auch nur 2 Schüsse. Ich verstehe das nicht so richtig. Ich lasse auch nur auf Offensiv, damit wir nicht zu offen stehen. Das bringt einfach nichts. Es sei denn, wir sind dann später im Spiel, dann würde ich wahrscheinlich auch mal auf sehr offensiv gehen. Jetzt fängt er an rumzuaffen mit seinem scheiß 3-0. Wäre geil, wenn das mal bestraft werden würde. Aber es wird natürlich nicht bestraft.
So, 1-3, Freunde, 1-3. Das war der erste Streich, der zweite folgte gleich, passt auf. 1-3, jetzt machen wir noch zwei. Schönes 1-3. Jetzt wäre es vielleicht auch an der Zeit, Hazard einzuwechseln. Aber bietet er mir nicht an. Ich sag mal, Berardi gegen Hazard aus. Weil jetzt zwei Tore, haben wir noch genügend Zeit. Traue ich mir zu. So, lass mich kurz überlegen. Icardi ist einfach zu langsam. Hätten wir halt wirklich einen pelzigen Spieler, würde ich Hazard da in den Sturm stellen. Schön antizipiert. Scheiß Pass von Rossi. Schön gemacht. Der El-Sharawi, nice. Ganz in Ruhe. Sobald wir jetzt hier noch ein Tor schießen, brennt's im Kessel. Das sage ich euch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schön mit der Rossi. Das war traumhaft. Alter, drei Spieler stehen da rum die ganze Zeit. Kommen nicht durch, aber egal, wir haben die Zeit. Oh, eigentlich mit der Rossi im Ball gehabt, schade. Oh komm, ey, ist so ein Scheiß wieder. Wird nicht bestraft, der Fehler. Wenn wieder rein rumzuaffen. Immer auf sehr offensiv. Wir müssen immer noch zwei Tore schießen. Och Mann! Das finde ich nervig. Spielt total bescheuert. Weiß nicht, ob das Zeitspiel sein soll oder was dieses Geaff soll. Und dann wird er nicht bestraft, obwohl er es verdient hätte. Ja, da steht er da gut. Na, immerhin. Jetzt kommen wir halt gar nicht mehr durch. Ich weiß nicht, ob er auf super defensiv gestellt hat oder was da los ist. Wahrscheinlich Abwehrriegel oder sowas rein. Ja, es war toll, schön. Auch geil positioniert, von wem auch immer da stand. Mist, komm, dieses Tor kann doch nicht umsonst gewesen sein. Aber es läuft gar nicht mehr seit dem 1-3. Ich gehe mal davon aus, dass er auf sehr defensiv gestellt hat oder auf Abwehrriegel halt. Wenn es daran liegt. Oh, ey, was für ein. Oh mein Gott, also das ist dreist. Das ist echt dreist.
Oh, zum Glück. Haben immer noch eine kleine Restchance. Elfmeter. Och Mann, das kotzt mich auch an. Wenn die dann als Leichen da rumliegen, dann fällt man drüber, kann nichts machen. Und es gibt quasi auch keine Bestrafung dafür. Nice luck. Was war's? Wir verlieren uns. Ach, so eine bittere Kacke, ey. Fuck! Muss aber auch jedes Mal dieses scheiß Tor schießen, wenn er irgendeine Chance hatte. Wie gesagt, wir hatten auch zwei Riesenchancen. Schaffen es nicht, die zu nutzen. Ja, das ist auf jeden Fall Abwehrriegel. Na, das war's. Bittere Niederlage. Auch wenn der Gegner mit 3-0 natürlich dann auch irgendwie klare Verhältnisse geschaffen hat, bin ich nicht zufrieden damit, dass er jetzt hier gewinnt. Aber ich bin eh nie zufrieden, von daher ist egal. Vorlagen, Nainggolan. Sogar bester Mann. Och, bitter. Einfach nur so eine Pace-War-Scheiße wieder. Das kotzt mich an. Egal, kommt nicht aufregen, wir spielen weiter. Wir werden hier wahrscheinlich, ich frage, ob wir hier mal irgendwann eine Serie hinlegen, mal so zwei, drei Spiele in Folge gewinnen. Das ist echt dreckig, dieses Verteidigen. Und das Verteidigen so schwer ist, das stört mich eigentlich gar nicht so sehr. Mich nervt eigentlich viel mehr das pacige Dribbler oder Pacework Spieler auch teilweise einfach belohnt werden, weil man spielt halt einfach so einen Stürmer wie Musa, der keine Abschlussqualitäten hat. Ich weiß nicht ganz, wie dieses Jahr aussieht, aber letztes Jahr war das so, da konnte man einfach nur schnell, da konnte sonst nichts, da konnte einfach nur rennen. Und solche werden dann belohnt, solche Spieler. Am besten noch mit irgendwelchen Flügelspielern, die genauso drauf sind. Ja, das finde ich halt einfach schade. Das ist auch wieder total so FIFA 13-Style, finde ich. Da war das auch so, so Pace-Dribbler wurden einfach massiv belohnt. Aber in FIFA 13 gab es die Gegenbewegung. Flanken und Kopfbälle waren halt super einfach und man konnte halt damit viele Tore machen. Mal schauen. Ich meine, ich habe es noch nicht probiert, ob das hier auch möglich ist, mit Flanken und Kopfbälle viele Tore zu schießen. Aber ich habe halt gar keine richtige Lust, das auszuprobieren. Wobei das früher auch schon mein Spielstil war. Weil, wie gesagt, da müsste ich halt dann darauf achten, dass meine LMs und RMs gute Flanken können und im besten Fall noch schnell sind, dass mein Stürmer halt immer ein kopfballstarker Stürmer ist. Gut, mein Zukic in der Calcio A und Gomez dann wahrscheinlich in der Bundesliga, aber ich habe halt eigentlich keinen Bock so zu spielen. Gucken, was Volland so macht in seinem ersten Spiel. Schon mal ein guter Schuss mit dem schwachen Rechten. Und Süle kommt zum Kopfball, aber ziemlich weit draußen. Ist natürlich schwer dann. Boah, da haben wir Glück, dass Weiser noch da ist. Sonst hätten wir jetzt ein Riesenproblem gehabt. Dann wäre er nämlich 1 zu 2 gelaufen. Okay, ich dachte eigentlich, voll an Kanten kann ein bisschen passen. Das war ein merkwürdiger Pass. Schön gemacht mit Ginter, dann beschissen rausgespielt, eigene Schuld. Sollen jetzt in Ruhe kommen. Mir solche simplen Scheißfehler machen. Bleibt am Ball, er leider. Ah, er geht anscheinend auf Flanken, okay.
Och, und er schafft's auch noch. Weil meine 20, das ist bestimmt Süle, hinterm Spieler steht, weil vorm Spieler. Toll. Egal. Wir drehen das Spiel schon noch. Traoré war nicht im Lauf, er stand einfach nur da und steht da mit dem Abseits. Toll. Danke. Okay, ich reg mich jetzt nicht mehr auf über die Sachen, die schlecht sind, weil ich wieder weiß, dass mich das nur wieder selber schlechter macht. Ich akzeptiere es einfach. Kommentiere normal, kommentiere die positiven Sachen. War ein schöner Schuss mit Hector. So, zum Glück hat zum Glück hat Schmelzer jetzt schon Shadow drauf, sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht eingeholt. Okay, der Gegner ist auf jeden Fall schlechter, gerade auch in der Verteidigung, als der letzte Gegner. Aber das heißt ja nichts, er führt ja auch schon. Das ist wirklich nochmal viel, viel krasser, dass das so wenig heißt. Sehr schön. Oh, schade. Das war ein guter Schuss mit seinem steigen Linken. Macht mit Schmelzer und wer auch immer das da war. Das steht da ganz gut gerade. Da mal einen kleinen Fehler drin gehabt. Das war eher schlecht gelöst. Zu viel. Das war aber auch schlecht gewesen. Kann natürlich sein, dass er da nicht hinpassen wollte. Krass, dass er das ohne Foul löst. Verdammte Ecke, ey. Eckentore sind natürlich auch daher wieder sehr ärgerlich, weil sie halt so selten fallen. Dass sie sehr unwahrscheinlich sind. Aber solange es nur 1-0 steht, hier gute Chancen, dass das noch gedreht wird und dieses Eckentor nicht spielentscheidend bleibt. Oder wird, besser gesagt. Oh, zum Glück, erstens schlechter Abschluss, zweitens viel zu zeitig in meinen Augen. Oh, und das war Glück, dass wir da den Ball haben. Schade. Aber Einwurf. Ach, ist schon wieder die Halbzeit vorbei, oder was? Na, also, schön durchgelaufen mit Bender. Und Bender macht wirklich gerne mal einen. Also, auf jeden Fall bisher der torgefährlichste Sechser, den ich habe. Interessanterweise, weil ich es nicht gedacht hätte bei Bender.
Sehr schön ins kurze Eck. Nice. Und das war wenigstens rausgespielt. Kein krasser Distanztreffer oder so. Nicht über eine blöde Ecke. Ich denke auch, ich bin der bessere Spieler definitiv. Wie gesagt, ich habe eigentlich gut verteidigt gegen ihn. Er hatte eine Riesenchance mit El Sharawi, die er sehr schlecht ausspielt. Viel zu zeitig abschließt und dann auch schlecht abschließt. Auch da, wie gesagt, kann es immer sein, dass es eigentlich eine Schusstäuschung werden sollte, aber Spieler, die relativ selten oder nie im Spiel eine Schusstäuschung machen, die werden dann wahrscheinlich auch in der Situation keine probiert haben. Abseits. Schöne Grätsche, habe ich nicht ganz verstanden. Leider konnte der Volland bisher noch nicht so richtig seine Abschlusskünste zeigen. Fuck you. Ich stehe mit Ginter genau davor. Es ist ein Millimeter der Ball entfernt. Oh. Und es passiert nichts. Er kriegt den Ball trotzdem nicht. Fuck. Schießt er wieder den Führungstreffer. Egal, wir spielen besser als der Gegner. Wir machen das 2-2. Es kann halt das ganze Spiel über gut laufen. Man verteidigt gut. Auch die Situation war meiner Meinung nach gut verteidigt, aber wenn es halt einfach nicht sein soll, oder wenn es für den Gegner halt sein soll, dieses Tor, dann wird es halt auch gemacht, ganz einfach. Ist auch wieder super pacey, Quadrado ist auch wieder sehr schnell. Ich meine, ich mache den Leuten ja auch keinen Vorwurf deswegen, zumindest wenn sie halt auch so gute Pace-Spieler spielen, wobei man kann den ja auch keinen... Wieder schlechter Abschluss. Man kann ihnen ja auch keinen Vorwurf machen, wenn sie schlechte Pace-Spieler nehmen, preiswerte Pace-Spieler nehmen, weil es ist halt einfach super einfach damit zu spielen anscheinend und Tore zu machen. Aber es ist halt schade, dass es so programmiert ist. So, jetzt auch mal konzentrieren und das hat er gut antizipiert und ein zweites Tor machen. Dafür habe ich das auch gut antizipiert. War auch dann zu offensichtlich, dass er dahin spielt. Boah, diese gelupften Laufpässe kommen teilweise so scheiße. Man kann auch nur sehr schwer den Ball abfangen, wie ich finde. Ich krieg aber auch in den Spielen jetzt in den letzten einfach keinen Mittelfeldzugriff mehr. Die Gegner können dann immer durchrennen. Obwohl ich zwei Sechser habe. Anscheinend wahrscheinlich die alle beide vorne. Dabei ist ja auch eingestellt, dass. Ist ja auch eingestellt, dass die hinten bleiben sollen bei Angriffen, was sie ja nie machen. Müssen wir wieder jemand in die Mitte gehen. So.
Sehr schön. Oh, Traoré macht das 2-2. Seinem steigen Linken macht auch nicht so oft das Tor. Aber da stand er auch gut, schön angespielt. Wobei das jetzt nicht so schön rausgespielt hat wie das erste. Aber war jetzt auch kein Lackertor. Konzentration, komm schon, ich bin besser als der Gegner. Wobei ich zugeben muss, wie gesagt, dadurch, dass ich irgendwie gar keinen Mittelfeldzugriff habe, es geht eigentlich nur darum, selber langsam ein Spiel aufzubauen. Und wenn ich dann selber langsam ein Spiel aufgebaut habe, und der Gegner kommt dann den Ball, rennt dann bis zu meinem Strafraum gefühlt durch, weil da alles leer ist. Ich gehe jetzt auch mal auf Defensiv deswegen. Hoffe, dass das irgendwie was bringt. Ja, das ist mir viel zu selten gelungen, nicht nur in dem Spiel, sondern auch in den davor jetzt irgendwie, dass ich mal, dass die Gegner mal einen Pass spielen, den schlechten, das hängt natürlich auch mal ein bisschen vom Gegner ab, und ich den abfangen kann. Was da ja teilweise schon für Spiele waren, wo man einfach jeden gefühlt zweiten Pass vom Gegner abgefangen hat. Das war ja nicht mal andersweise der Fall. Warum hat denn hier ein Spieler von mir schon gelb? Oh. Schön, dass ich den Ball bekommen habe, aber da muss ich dann halt, darf ich nicht im Sprint annehmen, da muss ich irgendwas anderes machen. Na, endlich, das habe ich gemeint, dass auch wenn mal ein Bein oder sowas dazwischen kommt und man dadurch den Ball sich erarbeitet, weil er einfach nicht mehr normal einfach geradeaus geht dabei. Man einen Umweg gehen muss. Da haben wir Glück. Das ist ein Foul. Aber war aber auch nicht ganz so geplant, der Pass, den wir mit Glück dann quasi gehabt haben. Ich werde wieder ablegen. Och, Alu-Mäusel! Warum denn Alu? Warum denn Alu? Wäre jetzt so perfekt gewesen. Oh, zum Glück geht der Pass zu weit. Mist! Das war aber ein richtig geiler Schuss von Vollern. Hat er mal seine Distanzschussqualitäten angedeutet. Vollern in Form finde ich auch interessant, muss ich zugeben. Das hätte ich schon letztes Jahr interessant gefunden und da hat er keine bekommen. Ärgerlicherweise. Er spielt ja auch so gut wie nie bei Leverkusen. Kann ja sein, dass er letzte Saison ein bisschen verletzt war. Wieder, ich finde wieder, es kann halt an den Gegnern liegen oder an der Fitness, an der Ausdauer, aber wieder finde ich, dass ich wieder am Ende des Spiels so ab Mitte zweiter Halbzeit wieder besser gespielt habe und vor allem auch besser verteidigt habe als am Anfang. Aber ich denke, das hängt auch stark mit dem Gegner zusammen. So, jetzt haben wir Verlängerung, da wechseln wir auch wieder Hazard ein. Ach nee, Hazard genau noch ein Spiel, das passt. Ja, ich nehme wieder Traoré, auch wenn er jetzt ein Tor gemacht hat. Gnabry gefällt mir einfach vom Gefühl her besser. Wenn wir Werner hätten, wenn wir Werner als Stürmer hätten, was natürlich ein Traum wäre, dann könnte man auch diese starken Einwechselspieler in den Sturm stellen und Werner auf den Flügel, weil Werner hat gar nicht mal so einen schlechten Pass, aber wichtiger ist halt ultra schnell. Okay, dann kommen wir eben. Wir hatten bisher nur einmal ein Elfmeterschießen, oder? Ja, sonst gab es immer in der Verlängerung dann das Tor. Und es hat noch jemand gewonnen. Ich glaube, einmal ich, einmal der Gegner. Hoffen wir mal, dass ich wieder da bin, der jetzt in der Verlängerung das Tor schießt. Steiger Linker, das gefällt mir natürlich gut. Versuche mir auch anzugewöhnen, dass ich, wenn möglich, mit dem steigen Linken abschließe. So, vielleicht machen wir jetzt auch mal ein schönes Kopfballtor oder halt auch nicht. War sogar Volland. Ich weiß gar nicht, jetzt aber glaube ich nicht Kopfballsteig. Der müsste klein sein. Und nicht Kopfballsteig. Ich spiele jetzt auch sehr defensiv oder wirkt es gerade nur so, weil wir im Ballbesitz sind? Da stehen wir mit dem Rücken zum Gegner, da kriegt trotzdem irgendwie einen Ball.
Das haben wir gut gemacht. Da hat er nämlich es nicht. Oh, das haben wir scheiße gemacht. Da hat er es nämlich nicht geschafft, zu einem einfachen Abschluss zu kommen. Das haben wir auch wieder gut gemacht. Auch kein guter Abschluss oder keine gute Abschlusssituation. Kann natürlich trotzdem mal reingehen, so eine Situation. Aber da kann man dann wieder sagen, okay, wir haben es anständig verteidigt. Was soll ich noch machen? Komm, Hazard, komm, Hazard. Hazard hat natürlich auch einen guten Abschluss. Ach so, es gab sogar noch einen Foul. Er hat ein bisschen Angst gehabt vor Hazard. Hätte ich auch, ehrlich gesagt. Ach nee, es war nachträglich eine gelbe Karte, okay. Oh, zum Glück überhast du den Abschluss. Puh. Schade, dass er mich nicht getroffen hat mit seiner Grätsche in den Rücken. Ich wäre bestimmt rot gewesen. Okay. Die erste Hälfte war relativ ausgeglichen, würde ich sagen, in der Verlängerung. Aber ich glaube, die Tore sind auch immer erst in der zweiten Hälfte der Verlängerung gefallen. Ja, meistens kurz vor Schluss, dass man auch ja nicht nochmal ausgleichen kann. Natürlich gerne versuchen, ein bisschen mehr über Hazard zu spielen. Der ja auch einfach mal im Ballbesitz bleibt, nice. Das ist immer optimal, wenn man so einen Trick macht und vorher ist noch, es läuft Vorteil, weil dann kann nichts passieren. Ja, der Schiri sieht immer drei Köpfe kleiner aus als die Spieler, die mit ihm reden. Was ist denn da los? Ach ja, und ich habe gestern offline meinen ersten direkten Freistoßtreffer gemacht. Mit jemandem, der es gar nicht mal so krass drauf hatte. Und Arangis hat es ganz gut drauf. Von daher probieren wir es mal. Der war, wenn er ein bisschen weiter rechts platziert ist, hätte der Torhüter ihn vielleicht nicht gehalten. Der war gar nicht schlecht. Hat man gesehen, dass er nicht reingeht, aber wenigstens straff genug geschossen, dass er. Oh! Oh! Krass, was für ein Lackertor und Volland macht ihn! Krass! Torhüterfehler, ich weiß es nicht, kann auch sein, dass der eigene Mitspieler ihn blockiert. Ach, es ist hier schon zu spät, da sieht man es nicht mehr. Krass, aber es ist wieder so, dass anscheinend. Es nicht in die ins Elfmeterschießen geht. Das war natürlich ein absolutes Lagertor und eventuell Torhüterfehler oder der eigene Mitspieler behindert ihn. Das habe ich jetzt nicht richtig sehen können. Aber das tut mir. Das ist irgendwie merkwürdig. Ich habe irgendwie in dem FIFA mehr Mitleid mit den Gegnern. Das tut mir eigentlich schon fast wieder leid. Wahrscheinlich, weil ich einfach finde, dass es hier, also die Spiele einfach noch viel bitterer sind in FIFA 18 als in FIFA 17 oder bitterer ausgehen können. Es ist krass, wie Hazard jetzt schon das zweite Mal einen Ball verliert, aber dann trotzdem einfach im Ballbesitz bleibt. Schade, war eigentlich eine ganz gute Position für Hector mit seinen starken Linken, um da abzuschließen. Hätte natürlich lieber mit. Hazard versucht abzuschließen, aber. Oh, was für ein Reflex von Sommer. Was für ein Reflex von Sommer und was für ein wichtiger Reflex. Danke, Sommer. Danke, 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 danke. Das war's. Ja, ich denke, von der Verlängerung, also vom insgesamten Spiel her, würde ich sagen, ist dieser knappe Sieg in Ordnung. Wir hatten auch den Alu-Treffer mit Volland. Wenn man jetzt nur die Verlängerung betrachtet, wäre ein Unentschieden gerechter gewesen. Aber ich denke, das insgesamte Spiel auch durch diesen Alu-Treffer auf Volland direkt mal bester Mann.
Tore 1 und. Ach, und er gibt auch die Vorlage. Direkt 2 Scorerpunkte. Er hat sich auch ehrlich gesagt gut angefühlt im ersten Spiel. Mal gucken, ob das so bleibt. Hat mir gut gefallen. Dann werde ich wahrscheinlich. Ah, Silber 1. Nice. Die müssten jetzt, wenn man aufsteigt, direkt zeigen, was es da gibt. Jetzt sehe ich es ja nicht. Jetzt müsste ich erst wieder rein und gucken. Kann ich es hier sehen? Ne, hier sehe ich es auch nicht. Muss ich jetzt. Ne, Moment mal. Was muss ich da machen, jetzt, um es zu sehen? Ne, hä? Hä? Ach so, da muss ich ganz raus, ne, um die Belohnung zu sehen. Ach nee, ich kann auch auf Details gehen, ja, genau. Silber 1, gibt's 15.000 Münzen, ein Premium Goldspieler Set und 2 Premium Gold Sets. 20.000 Münzen, ein Mega Set, ein Premium Goldspieler Set. Ja, also, das würde ich schon sehr gerne schaffen, Gold 3, ne. Brauchen wir jetzt noch 2 Siege, haben noch 7 Spiele. Komm, das ist möglich. Come on! Wir haben noch irgendeine Aufgabe erledigt, ich glaube 10 Tore. Stimmt, eine Wochenaufgabe, ja. Ja, wirklich Oktoberfest-Trikot, ich wusste es doch. Nur Heimtrikot? Ja, nur eins, ich dachte, vielleicht 2. Finde ich auch nicht geil, will ich auch nicht aktivieren. Okay, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.